Sascha, welchen Bus nimmst du als nächstes? Ich bin schon bei meiner zweiten Tour. Ja. Also zur Vorstellung? Ja. Keine Ahnung. Du fährst ja den Iveco oder den C2. Welchen nimmst du? Links, rechts? So. Oh. Ja, vor allem hier im Depot jetzt oder was? Ja, natürlich. Wo denn sonst? Ach, da ist die. Okay, keine Ahnung. Irgendein. Ich Boah. leg mich da nicht fest, sage ich da ganz ehrlich. Die Vorstellung, das Vorstellungsvideo werde ich nur im OMSI 2-Menü, also im Spiel machen, nicht beim BBS. Ich muss mich Also nicht jetzt in aufrüsten. C2. Ah. Das ist also meine Personalnummer. Da sollen sie es auch so hinschreiben, nicht die Null doch davor nehmen. Junge, Junge, Deine Junge. Personalnummer ist die 31. Ah nein. Ja, du tu mich auch, du, ey, pass auf So, du. was mache ich jetzt? Ich habe meine Dailies fertig. Mora, viel Spaß bei deiner Tour. Rein Hyper. Für die Spiele, die ich halt so ein bisschen spiele, so ein bisschen Final Fantasy, ein bisschen Overwatch. Manchmal habe ich sogar mal Lust auf Landwirtschaftssimulator. Hack Sascha, ist es halt ein bisschen selten, aber es kann vorkommen. So, da brauche ich halt kein High-End-Mist. Oder ein bisschen Sims 4 mit den Lämmchen spielen. Oh ja. Also ich habe zum, also wie gesagt, der Gaming-PC, den ich hier habe, das ist ein High-End-Rechner, ja. Der ist, den bräuchte ich auch für, wie gesagt, für Assetto Corsa. Der Smart TV hier vorne, der wird irgendwann verschwinden. Ja, aber ich bin mir noch nicht sicher, was für ein. Was, du hast Ich habe ein, High-End-Computer? ja, ich habe einen High-End-Rechner. Was hast du darin verbaut? Also unter High-End verstehe ich halt die aktuellsten Komponenten, die es zurzeit auf dem Markt gibt. Also 94, Intel oder AMD, also das allerletzte. Also Weil das aller noch, das das aller, ist High-End. das war, oh Gott. Rechne ein halbes Jahr zurück. Ein halbes Jahr, das ist ein High-End-Rechner. Das war halt das, was bei, habe ich mir damals bei Hightech halt bestellt. Was ist darin verbaut? Weil behaupten kann man vieles, wie ich halt schon bereits gesagt habe. Gib mal bitte im Chat Ausrufezeichen EQ ein. EQ, ach, Equip, okay. Genau. So, und dann klick ich da mal drauf. Da ist alles drin. Da ist alles, was ich habe. Das ist nicht ein, das sehe ich sofort. Du hast zwar gute Komponenten drin, allein deine Grafikkarte, die 3070, die ist gut. Genauso die AMD Ryzen 7 habe ich ja genau dieselbe, aber High-End ist das nicht. Weil zum Beispiel bei dem Mainboard allein, bei den aktuellsten gibt es keinen DDR4 mehr, sondern nur noch DDR5. Was ja aufrissbar ist bei dem. Deswegen sage ich ja, ich warte, einfach ein Was bisschen nimmst du warten. hast? Also für das, was ich zog, langt auf jeden Fall. Okay. Stand nämlich auch drauf, dass es ein High-End-Rechner ist, sonst wird's ja So, nicht. was soll ich sagen? Ich habe auch eine 2070, das reicht für mich aber auch. Und ich habe sogar noch ein Gaming-Notebook, da habe ich eine Aber 2070 ehrlich Ti. gesagt bin ich auch echt am Überlegen, weil nächstes Jahr zum Beispiel kommt auch schon das neue Add-on für Final Fantasy und zwar Dawnreal. Warte mal, FF14, neues Add-on 2024. Genau, Dawnreal nennt es sich. Das neue Add-on ist das. Also ich, Ich wie bin gesagt. gespannt, was das hier Complete Edition kostet. Nächste Haltestelle, Burgstraße. Ich denke, ich werde auch die mittlere Variante dann kaufen, die so, glaube ich, so 60, 70 Euro kosten wird. Also ich habe hier in dem Streaming-PC eine 1660, wie heißt's?
vom Werk aus übertaktet. Wenn ich Glück habe, habe ich bald eine 2090. Oh, das, die ist auch gut. Ich habe mein Gaming-Notebook, habe ich eine 2070 drin. Und in dem großen habe ich eine 30. Was habe ich da? 3070 oder 3060? Eins von beiden. Eine Equipment-Liste, was da drin steht. Aber ich wollte, dass die Grafikkarte auf jeden Fall extra Speicher hat. Mhm. Weil ich habe um sie nämlich den Speicherplatz, wo wie soll ich erzählen? Du kannst ja gewissen Speicher um sie freigeben. Ne? Stand ja immerhin 1000 Megabyte. Denn momentan eine 3070. Und ich habe den 8 GB freigegeben. RTX 3070. Was kostet die denn? Der zieht sich quasi die Grafikkarte, die Ressourcen direkt von der Grafikkarte. Die CPU, der Arbeitsspeicher macht nur den anderen kleinlichen Rest. 460 Euro, die 3070. Und Tom, die 3060? Ich habe den wirklich nur auf 30 FPS limitiert. Ich mach nicht mehr. Und die 3060 mit 12 GB kostet 280 Euro. Die hätte man. Guten Tag. Ja, das verstehe ich. Ich krieg's ja auch hin. Die 60 FPS krieg ich auch hin, ja. Aber pass mal auf, ich. Nee, das nicht. Mein Tanngerät. Also ich will mir irgendwann einen Gaming-Monitor holen, keinen Curve, aber... Hä? Brauchst doch einen. Nein, ich hab keinen Curve. Achso, ja, den einen Gaming-Monitor, ja, den kleinen, aber... Nächste Haltestelle, Beethovenstraße. So sieht er... ist bei mir nicht anders, habe auch viel auf dem Schreibtisch rumliegen. So sehen halt Gaming-Schreibtische aus. Naja, teilweise, nicht bei jedem. Mhm. So. Ich weiß halt nicht, weil mit dem neuen Add-on, was nächstes Jahr rauskommt, kommt ja auch hier das Grafik-Update. Und ich weiß nicht, ob... Klar, meine 2070 wird definitiv ausreichen, so ist es nicht. Aber ich hätte halt schon dann bessere Grafik, gebe ich zu. Wobei ich die Letzte bin, die eigentlich auf sowas achtet. Also ich weiß, der Rechner kann auf jeden Fall schon 4K machen, das ist schon klar, ja. Das geht. Das schafft der locker, ja. Kann ich auch locker übertragen. Aber dann brauche ich wieder eine andere Ketchup-Karte und, Nächste Haltestelle. Ja, und einen Monitor, der das kann. Mhm. Weil wenn du den nicht hast, dann kannst du es vergessen. Ich habe sogar noch zwei 8K-Kabel hier rumliegen. Zwei 8. mal 8KK. Mhm. Ich habe auch einen Adapter dafür. Dass ich quasi, also ich habe einen Splitter, ja, das ist stinknormal HDMI. Oder mein 8K-Kabel da reinstecken kann. Das geht dann eins über den Rechner, HDMI rein. Wirklich, wie du das halt schaffst, weil mein Freund hat zum Beispiel die... Ach, welche Grafikkarte hat er denn? Nochmal. Hier, Hardware, die RTX 4070 und er schafft es nicht mal. Was denn? Na, auf 4K zu streamen. Nächste Haltestelle. Ich kann auf Twitch nicht mit 4K streamen, das geht nicht. Und die Ressourcen über dem Streaming-PC, die... Ich weiß nicht, hab ich die? Ja, weiß gar nicht. Was meinst du dann mit 4K? Aufnehmen oder wie? Nein. Sondern? Ich habe hier einen Anschluss und wenn ich einen Gaming-Monitor habe, ja, kann ich 4K über den Bildschirm zocken. Ich kann aber keine 4K-Übertragung machen. Das heißt, ich brauche einen sogenannten Splitter. Der Splitter... Warte mal. Jetzt will ich nochmal gucken, was für ein Monitor du hast. Ein Smart-TV. Ein TV. Ah. Einen hässlichen, noch zugänglichen Smart-TV.
zweimal Smart Samsung TV. Genau. Und welches? Also welches Modell? Ach, das weiß ich jetzt nicht mehr. Oh. Ist schon halt die, deswegen, die sind schon über 10, ja, schon ein paar Jährchen alt. Okay. Also 8 Jahre haben sie schon auf dem Buckel. Ein 8 Jahre altes Modell kann 4K streamen, obwohl es erst seit ein paar Jahren. Nein. Dieses Modell kann keine 8K streamen. Ich will Ich rede ja auch vom 4K. Ja, und deswegen, mein Rechner kann das, aber der Bildschirm kann das nicht. Deswegen, wenn ich mir einen 4K-Monitor holen würde oder einen 8K, scheiß drauf. Was? Ich brauche einen Splitter. Ein Splitter. Der Bildschirm ist gleichzeitig der Monitor. Ja. Ja? Redest du jetzt nun von deinem TV oder redest du von deinem Gaming-Monitor? Ich rede jetzt vom... Ich verstehe halt nicht. Also auf der zweite Monitor, den ich hier dran habe, ja, wo ich den Chat über alles sehe, ja, der ist an den anderen, der ist an dem Streaming-PC angeschlossen. Für den Gaming-PC. Den Smart-TV, den zu tauschen, auszurangieren, ja, würde ich halt gern schon in 2-4K schon Monitor haben. Aber wenn ich das machen würde, ja, könnte ich diesen Monitor nicht an die Ketchup-Karte verbinden, weil ich dann eine andere Ketchup-Karte dafür brauche. Welche und hast du denn? Also Ketchup-Karte? HD 60 S Plus. Das heißt, sie kann nur bis 1060 aufnehmen. Deswegen brauche ich immer ein bisschen zu lang für die Videobearbeitung. So. 4K 60 HDR. Wie gesagt, ich bräuchte halt einen Splitter. So, diesen Splitter habe ich schon. Das heißt... Ja, du hast dieselbe Capture-Card wie ich, von Elgato, ne? Ja, genau, genau. Ja, und hier steht 4K 60 HDR. Also kann sie es. Okay. Ja, ich habe die Packung gerade hier in der Hand, deswegen... Oder die Capture Card an sich. Weil die steht, also hier steht halt 4K 60 HDR, ne? Okay. Aber darunter steht, warte, ich kann kein Englisch hier, das hier. Warte ganz kurz. Das steht darunter. Wie es weitergeht, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Viel Spaß damit.